Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Ich bin spät dran, bin auf dem Weg zum Training. Ja, bin eigentlich schon zu spät, weil ich meinem besten Homie versprochen habe, dass ich um 15:45 da bin. Es ist 10 vor, normalerweise ja gar nicht meine Art, zu spät zu kommen. Aber das geht jetzt heute erstmal ab und danach gibt es dann schön mit zwei anderen Kumpeln noch Champions League, beziehungsweise mich darüber lustig machen, wie das DFB-Pokalspiel ausgegangen ist, voraus der Sommer verliere, bevor ich mir ausgehe. So, genug laut geredet, das liegt übrigens daran, dass Copyright-Musik im Hintergrund lief von den 21 Pilots. Läuft, bis später. So, nach dem Training angekommen zu Hause, jetzt warten meine beiden Kollegen schon auf mich, die ich jetzt schon eine Viertelstunde erwarten lassen, einfach weil unser Training so lange ging. Die Haare sind doch richtig und fliegst, sehe ich gerade. Jawohl, das Training war richtig gut seit Ewigkeiten mal wieder. Lotte ist leider rausgeflogen, zum Schade. Und jetzt wird der Messer geguckt. McDonald's, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, eine Pizza hat McDonald's. Big Rösti. Ey, ganz ehrlich, Leute. Leicester führt 2-0. Ich kann mein Leben eigentlich gerade nicht fassen, weil ich absolut glücklich bin. Wenn die weiterkommen, richtig herrlich. Was sagst du dazu, Fabi? Stimmst du zu, ne? Denke ich auch. Absolut. Guten Morgen. Ich glaube, irgendwie hier stimmt was noch nicht. So, schon besser. Heute mal einen zentrierten Style, ja? Nicht nach rechts, nicht nach links, sondern in der Mitte. Muss ich mich dran gewöhnen. Sieht auch schon wieder aus der Kamera so unfassbar hoch aus. Oder ist mir egal. Neuer Flavor hier von White Hart. Wassermelone. Das sieht ja schon toxisch aus, ne? Schmeckt auch nicht so gut wie Cranberry. Das ist ein geiles Lied. Und es ist ein geiler Double Time. Und es ist ein geiler Typ. Also Eminem. So, für Max geht es erstmal, weil er wieder aussieht wie der letzte Pinselkopf. Zum Friseur. Ey, das ist auf der Kamera aber immer noch extremer als in Realität. Und danach geht es eventuell wieder Bolzen. Das heißt, das wäre das nächste Bolz-Video. Was ziemlich cool wäre, finde ich. Wir sehen uns gleich. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. So viel Freiraum, dann kannst du die Kamera anmachen, nicht für mich. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. We'll be right back.
sind wir wieder. Grünes Licht, woran liegt das? Wir waren gerade im Elan davor Fußball spielen, das habt ihr ja gesehen. Ey, jetzt richtig gut fertig, aber ich werde zu Meckes eingeladen. Vom Romantiker, herrlich, da fahren wir jetzt hin. Auch wieder dieser geile Kontrast. Ey, voll Sport gemacht, Meckes. Okay. Oh yes. Zur goldenen Möwe. Milchshake ist leer und wir sind zu Hause angekommen. Ernsthaft, ne? Ich platze gleich. Das erste Spiel, was ich mache in dieser Weekend League, wo ich halbwegs souverän spiele, führe nach 30 Minuten 3-0, denkt der Gegner quittet. EA, bekommt eure Scheiße in den Griff, Alter. Das ist nicht mehr normal. Das ist wirklich nicht mehr normal. Was? Verstehe ich nicht. Ich meine, ich gucke hier nebenbei ein Video. Also an meinem Internet liegt sicherlich nicht. Das funktioniert einwandfrei. Es ist so hart lächerlich, ne? Genau, du bist nicht hingegangen. Wahnsinn. Vor allem das Ding ist, hier, ich bin angemeldet, ich muss mich nicht neu anmelden, ich kann einfach wieder rein. Es ist nichts, gar nichts. Was ist das, EA? Das ist einfach so lächerlich. Ich verstehe es nicht, wirklich nicht. Das kannst du doch keinem erzählen. Ey. Moin, moin, ich bin mal wieder auf dem Weg zum Training. Es ist jetzt schon Freitag. Also Samstag, was? Freitag? Nee, nicht Freitag. Es ist Samstag. Das heißt, 96 spielt nachher gegen Pauli. Das heißt auch, dass heute Bundesliga ist. Das heißt, dass Schalke bereits gegen Gladbach in der Euroleague gewonnen hat, was mich sehr überrascht hat. Bisschen bitter für Gladbach wegen dem Elfmeter, aber verdient für Schalke, die das auf jeden Fall gut gemacht haben und guten Kampfgeist bewiesen haben. Hashtag Eurofighter. Und das heißt, dass es schon die Auslosung der Champions League gab. Und über die möchte ich ganz kurz schnacken. Und zwar einmal, ich finde das Duell zwischen Leicester und Monaco sehr, sehr... Ach Quatsch, Leicester. Monaco. Was für ein Käse, rede ich eigentlich schon wieder. Juve und Barca, sehr ausgeglichenes Duell, 50-50. Beide Teams können das gewinnen. Juve mit dem Vorteil, dass sie zuerst zu Hause spielen und da haben sie ja 31 Spiele in Folge gewonnen. Und allgemein, Juve ist für mich das solideste Team, was es gibt momentan. Die haben keine Schwäche im Kader, das ist unglaublich, deswegen wird das eine ganz, ganz spannende Geschichte. Dazu Real gegen den FC Bayern. Absolute Spitzenklassen-Duell. Zwei vorgezogene Finale, einmal mit dem italienisch-spanischen Duell, einmal mit dem deutsch-spanischen Duell. Auch ein 50-50-Spiel. Kann in beide Richtungen laufen. Bayern wieder mit dem Vorteil, zuerst zu Hause zu spielen. Aber ob das so wirklich ein Vorteil ist, wenn man danach ja mit NB oder Bernabeu spielen kann und sich zu Hause ausgleichen kann, wie beispielsweise damals gegen Juve, weiß ja nicht. Ja, muss man sehen. Ich glaube, dass Real das gewinnt. Ich glaube übrigens, das erste Spiel gewinnt Barca. Dann haben wir noch die Spiele zwischen Monaco und dem BVB. Sehr, sehr interessantes Duell auch, weil Monaco hat nicht umsonst City rausgehauen. Der BVB hat eine nicht sonderlich solide Defensive. Ja, das ist ungefähr vergleichbar mit City. Natürlich eine starke Offensive, aber Monaco hat mit Blicken erfahrene Verteidiger und dazu sehr viele ehrgeizige junge Verteidiger. Das heißt, das wird auf jeden Fall spannend zu sehen, ob die sich gegen Reus, wenn er wieder fit ist, Aubameyang, Dembélé durchsetzen können. Ja, was ich mir aber vorstellen kann, und die Offensive wird auf jeden Fall treffen, weil die ist so stark, die stärkste Europas. Die wird auch gegen die BVB-Abwehr durchkommen. Ja, das ist ein sehr spannendes Spiel. Ich glaube, Monaco kommt weiter. Bauchgefühl. Also das war zumindest gestern mein Bauchgefühl. Momentan habe ich nur Bauchgefühl, dass 96 heute gewinnt. So, und als letztes haben wir dann noch Atletico gegen Leicester. Und das auch ein sehr, sehr interessantes Duell. Weil Leicester wird wahrscheinlich auf lange Sicht nie wieder die Chance haben, in Europa bzw. auf internationaler Bühne so groß zu spielen. Machen wir mal scharf. Wahrscheinlich wieder nicht, ne? Nee. Auf jeden Fall haben sie lange Zeit nicht mehr die Chance wahrscheinlich, auf der großen Bühne zu spielen. Und dementsprechend werden die genauso wie gegen Sevilla alles reinwerfen. Und ich glaube, das kann funktionieren. Ich glaube tatsächlich, das kann funktionieren. Und ich glaube momentan, dass Leicester ins Halbfinale einzieht. Und dann stellt euch mal das vor. Monaco gewinnt und Leicester gewinnt, spielen zufällig im Halbfinale gegeneinander und einer der beiden steht im Finale am Ende. Das wäre die größte Überraschung seit 2003, 2004. Und da war es Monaco gegen Porto. Also Monaco auf alten Spuren. So, ich fahre ins Elan und dann sehen wir uns hier wieder. Ich sag's euch, heute ist richtig Stress. Ich weiß übrigens nicht, wann dieser Vlog kommt. Ich glaube, nächsten Samstag oder so. Egal.